In diesem Video lernen Sie, wie Sie den SolarEdge Einphasenwechselrichter mit integriertem E-Lade-Controller installieren. Hier sehen Sie den Wechselrichter mit seinen wichtigsten Komponenten. Der Ein-Aus-P-Schalter, die Schnittstelle der Anschlusseinheit, der E-Ladekabelanschluss, die LEDs, der Kommunikationseingang, die Drucktaste, DC Plus- und Minusanschlüsse und als letztes der AC-Eingang und Ausgang. Achten Sie auf die Mindestabstände, um sicherzustellen, dass eine ordnungsgemäße Wärmeabfuhr möglich ist. Kommen wir nun zur Installation. Wir beginnen mit der Montage des Wechselrichters. Platzieren Sie die Montagehalterung an der Wand und markieren Sie die Bohrlöcher. Bohren Sie die Löcher und montieren Sie die Halterung. Befestigen Sie die Halterung mit einer Schraube und vergewissern Sie sich, dass die Halterung fest mit der Montagefläche verbunden ist. Hängen Sie den Wechselrichter in die Halterung. Markieren Sie die Position der Halterung der Anschlusseinheit und entfernen Sie den Wechselrichter. Bohren Sie anschließend ein Loch und setzen Sie den Dübel ein. Hängen Sie den Wechselrichter wieder in die Halterung. Setzen Sie anschließend die beiden mitgelieferten Schrauben auf beiden Seiten des Wechselrichters ein und schrauben Sie diese an der Halterung fest. Befestigen Sie dann die Anschlusseinheit an der Wand. Der Einphasenwechselrichter mit integriertem E-Lade-Controller ist jetzt montiert. Nun verbinden wir die AC- und die DC-Kabel mit der Anschlusseinheit. Schalten Sie den AC-Schutzschalter aus, um das AC-Netz und die Erdung anzuschließen. Öffnen Sie den Wechselrichter und die Abdeckung der Anschlusseinheit, indem Sie die Inbusschrauben lösen. Bewegen Sie die Abdeckung nun vorsichtig und horizontal nach vorne, bevor Sie diese nach unten hin abnehmen. Öffnen Sie anschließend die Abdeckung der Anschlusseinheit. Nun sehen Sie die Hauptkomponenten der Anschlusseinheit. Das DC- und AC-RCD. Die AC-Klemmleiste. Und zuletzt den DIP-Schalter für den Leistungsschutz. Schließen wir nun das AC-Netzkabel an. Entfernen Sie dafür die erforderliche Länge der äußeren und inneren Kabelisolierung. Öffnen Sie die AC-Kabelverschraubung. Führen Sie das Kabel nun durch die AC-Kabelöffnung. Schließen Sie die AC-Kabel gemäß den Beschriftungen auf der Klemmleiste an. Stellen Sie sicher, dass die AC-Kabel fest angeschlossen sind und schließen Sie die AC-Verschraubung. Als nächstes verbinden wir die DC-Steckverbinder mit den DC-Plus- und DC-Minus-Anschlüssen gemäß den Beschriftungen auf der Anschlusseinheit. Stellen Sie sicher, dass die Stecker fest eingesteckt und verriegelt sind. Der Einphasenwechselrichter mit integriertem E-Lade-Controller unterstützt vollständige Netzkonnektivität und lässt sich nahtlos in die SolarEdge Monitoring-Plattform mit Ethernet, Wi-Fi oder dem GSM-Modul und ZigBee integrieren. Der nächste Schritt ist die Ethernet-Verbindung. Verwenden Sie für die Ethernet-Verbindung ein Twisted Pair Cut-Kabel der Kategorie 5 oder 6 mit einem RJ45-Anschluss. Schließen Sie dann das Ethernet-Kabel an die RJ45-Schnittstelle auf der Kommunikationsplatine an. Schließen Sie nun die Abdeckung des Wechselrichters und der Anschlusseinheit. Verbinden Sie den Wechselrichter mit dem Ethernet und dem AC-Netz. Schalten Sie dann den AC-Leistungsschalter ein. So, das war's. Der Wechselrichter ist jetzt an DC sowie AC und an die Kommunikation angeschlossen. Für die Inbetriebnahme der Installation verwenden Sie bitte unser Video zu diesem Thema.